Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Heute senden wir unseren Monatsreport, also Dezember, machen aber zugleich einen Rückblick auf das Jahr 2020 und, falls die Zeit noch reicht, auch einen Vorausblick auf das Jahr 2021. Unsere Themen im Detail. Ist China der Gewinner des Jahres 2020 und vielleicht auch 2021? Der Brexit ist da. Deutschland hat während der Corona-Krise aufgeholt bei der Digitalisierung. Und das erneuerbare Energiegesetz wurde gerettet, aber trotzdem war 2020 ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz insgesamt. Die Fragen stellt Frank Farenski, der Chef von Transparenz TV. Frank, bitte. Das 21. Jahrhundert ist uns ja immer schon angekündigt worden als das chinesische Jahrhundert. Jetzt haben wir mittlerweile 2020 und inzwischen stellen wir fest, das chinesische Jahrhundert scheint tatsächlich wirklich zu beginnen. China ist im Gegensatz zu früher sehr stark auf die politische Weltbühne getreten. Die anderen Staaten respektieren das sehr, sehr viel stärker als früher. Weltpolitische Entscheidungen werden inzwischen nicht mehr ohne China getroffen. Man nimmt Rücksicht. Und witzigerweise stellen wir fest, dass in Corona-Zeiten die Bedeutung Chinas immer weiter politisch wächst. Oder liegt es daran, Franz, dass wir einfach mittlerweile technologisch von China so abhängig sind, dass wir China stärker beachten müssen? Oder liegt es daran, dass China mittlerweile so viele Investitionen in die neue Seidenstraße gesteckt hat, dass wir nun vollends abhängig geworden sind? Richtig ist, dass wir zumindest immer abhängiger werden und dass dieses totalitäre Regime in China, dieser brutalste Überwachungsstaat, den es gibt, immer stärker wird. 2020 war in China nach dem chinesischen Horoskop das Jahr der Ratte. Das Jahr der Ratte, die Ratte gilt in China als besonders intelligent. 2021 ist nach dem chinesischen Kalender das Jahr des Büffels. Und der Büffel gilt als raffiniert und besonders fleißig. Wir müssen also China sehr beachten, mehr als bisher. In der Tat ist die Corona-Pandemie, die ja in China ausgebrochen ist, schon Ende 2019, in China besser, effektiver, schneller bekämpft worden, als das bei uns in Europa oder auch in Deutschland der Fall war. Der derzeitige Lockdown in Deutschland ist ja gar keiner. Sonst würden die Zahlen der Infektion nicht immer steigen und es wird nicht immer mehr Menschen daran sterben. Wir haben eher einen Lockdown als einen Lockdown. So empfinde ich das zumindest. Der Lockdown ist keiner. Das Feuer wird immer noch in Deutschland mit Feuerlöschern gelöscht, während in China die Feuerwehr eingesetzt wurde und wie wir sehen, recht erfolgreich. China hat es einfach besser gemacht. China hat nach dem Motto gehandelt, lieber eine kurze Zeit alles dicht, als ewig immer wieder Ausnahmen, Ausnahmen, Ausnahmen. In Deutschland fahren immer noch trotz steigender Corona-Zahlen jeden Tag Millionen mit der Bahn ins Geschäft, Millionen sitzen in Omnibussen und U-Bahnen. Das ist die Lehre daraus, dass ein kurzer, wirklicher Lockdown, ein komplettes Herunterfahren vielleicht erfolgreicher ist, so wie es China gemacht hat, als so wie es wir machen, mit immer mehr Ausnahmen und ewigem Streit und Profilierungssucht zwischen 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Wenn wir in Deutschland so weitermachen, dann sehe ich schon unsere Politiker Ende Januar, ja, wir müssen nicht nur verlängern, wir müssen natürlich den Lockdown, den sogenannten Lockdown, so nenne ich das inzwischen, so wie er ist, doch mal um Wochen oder Monate verlängern. Also China hat dieses sicherlich besser gemacht. Damit ist China kein Vorbild insgesamt. In dieser Frage allerdings schon. China ist eine Diktatur, Freiheit spielt in einer Diktatur keine Rolle. China hat ein komplettes Überwachungssystem und hat damit auch bessere technische Voraussetzungen gehabt. Denn die
Pandemie zu bekämpfen, als das in den westlichen Demokratien, wo halt Freiheit, Freiheit, Freiheit sehr groß geschrieben wird, Verantwortung vielleicht zu klein geschrieben wird, besser abgeschnitten als wir. Und China versucht damit Weltpolitik zu machen und die Systemfrage jetzt in den Vordergrund zu stellen und will der ganzen Welt weismachen, schaut mal, unser System ist in westlichen Demokratien doch weit überlegen. Das ist weniger die Überlegenheit des chinesischen Systems, sondern die Verschlafenheit der westlichen Demokratien. So sehe ich diese Entwicklung. Man kann schon sagen, dass China der Gewinner des Jahres 2020 und vielleicht auch der Gewinner des Jahres 2021 ist. Wenn es so ist, dass das Virus aus China tatsächlich kommt, ist es ja sozusagen jetzt praktisch paradox, Franz, dass China wirtschaftlich am meisten davon jetzt profitiert, dass es wieder aufwärts geht, während bei uns es weiter nach unten geht. Ja, so ist es. Und in China ist ja, man muss auch mal die Kehrseite ansprechen. In China passiert ja wirklich das, was deutsche Querdenker so vor sich hinfaseln. Die deutschen Querdenker reden von der Diktatur, die wir hier haben, von der Corona-Diktatur oder von der Merkel-Diktatur. In China haben wir tatsächlich eine Diktatur. Und die hat natürlich als Überwachungsstaat technisch weit effizientere Möglichkeiten, eine Pandemie in den Griff zu bekommen, als das bei uns der Fall ist. Totale Überwachung, Zwangstests, Zwangsimpfungen. Was bei uns unterstellt wird, ist in China die tägliche Realität, einschließlich Freiheitsberaubung. Also nicht das, was wir unbedingt wollen. Aber was ich vorhin angedeutet habe, Freiheit ist nie verantwortungslos. Wenn Freiheit wirklich gelebt wird, heißt sie verantwortete Freiheit. Und dazu gehört, wir haben kein Recht, andere anzustecken. Querdenker in Deutschland glauben immer noch, ohne Maske auf die Straße zu gehen. An diesem Wochenende haben wir erlebt, dass Zehntausende auf Skipisten rumgesaust sind und angestanden sind an den Liften. Wir haben erlebt, dass immer, wir erleben, dass jeden Tag noch immer Millionen Menschen zur Arbeit fahren. China hat das in der Tat besser gemacht. Selbstverständlich geht in China, wenn Pandemie ausgerufen ist, kein Mensch ohne Maske auf die Straße. In Deutschland kann man Millionen auf den Straßen sehen, auch in Pandemiezeiten. Also das alles ist dort einfacher. Und die Chinesen nutzen jetzt diese Chance, dieses Vorbild, das sie in der Pandemiebekämpfung waren, auch um auf der ganzen Welt Propaganda zu machen. Immer mehr Konfuzius-Institute werden installiert, auch an deutschen Universitäten. Konfuzius-Institute machen Propaganda für das kommunistische China. Und immer steht auch der Geheimdienst dahinter. Nicht zufällig sind die Konfuzius-Institute dem Propagandaministerium in China angegliedert. Die Chinesen sagen immer, ja, ihr habt ja auch eure Goethe-Institute. Die Goethe-Institute aus Deutschland sind frei in der Bestimmung ihres Programms. Das kann man von den Konfuzius-Instituten wirklich nicht sagen. Ich habe eine gute Bekannte in Kanada, die hat über die Konfuzius-Institute der Chinesen einen Film gedreht und nachgewiesen, dass immer hinter allen Konfuzius-Instituten die chinesische Außenpolitik propagiert wird und die chinesischen Geheimdienste dahinter stehen. Wir müssen vielleicht mehr aufpassen auf das, was in den Konfuzius-Instituten auch in Deutschland passiert. Während der Corona-Krise ist die Überwachung, also im Jahr 2020, zum Beispiel in Xinjiang bei den Uiguren nochmal verschärft worden. Über 1 Million Uiguren sitzen heute in Lagern und bekommen Gehirnwäsche im Sinne der kommunistischen Regierung. Bislang hat die chinesische Politik vor allen Dingen die Tibeter unterdrückt, jetzt die Buddhisten. Jetzt unterdrücken sie auch die Muslime in Nordchina, in Xinjiang. Und die Christen in China werden schon lange unterdrückt. Der Papst zum Beispiel verweigert sich einem Empfang des Dalai Lama mit der Begründung, er müsse Rücksicht nehmen auf die Chinesen. Das alles mag verständlich sein, sonst müssten vielleicht Millionen Christen in China das ausbaden. Aber ich denke, in Deutschland müssen wir auf diese Menschenrechtsverletzungen weit größeren Wert in China
weit größeren Wert legen, als das bisher der Fall war. Es darf nicht mehr gelten. Hauptsache Wirtschaft, Hauptsache Geld verdienen. Hauptsache VW verkauft möglichst viele Autos in China. Diese Menschenrechtsverletzungen in China müssen deutlicher in die deutsche Politik einfließen, als das bisher der Fall war. Hätte ein Franz Alt das Investitionsabkommen zwischen der EU und China jetzt so unterschrieben, wie es unterschrieben worden ist? Ich wünschte mir, dass in all diesen Abkommen die Menschenrechtsverletzungen eine größere Rolle spielen und berücksichtigt werden. Ich wünschte mir, dass die Menschenrechte insgesamt, die ja auch von China unterschrieben worden sind, die Menschenrechtskonvention, die Menschenrechtserklärung der UNO, hat auch China unterschrieben, genauso wie Vietnam. Und dort werden die Menschenrechte genauso verletzt. Auch in dem Wirtschaftsabkommen mit Vietnam ist viel zu wenig die Rede von der Beachtung der Menschenwürde und der Menschenrechte. Das muss sich in der deutschen Politik im Jahr 2021 ändern. Nicht nur Geschäft, Geschäft, Geschäft. Franz Alt hat es gerade angesprochen. Wir reden ja mittlerweile von einem neuen Systemkonflikt. Totalitäre Staaten waren für uns früher der Ostblock. Inzwischen geht es nicht mehr um den klassischen West-Ost-Konflikt, sondern wir sagen, das chinesische Modell wird der neue Exportartikel für totalitäre Regime. Das kann man so sagen, das kann man so sehen. Aber Franz, macht China nicht auch vieles richtig? China investiert in die Seidenstraße, in neue Handelswege. China investiert in Afrika. Klar, das Geld wird nicht verschenkt. Aber China macht Folgendes. China baut Infrastruktur auf bei sich im Land. International, während wir bei uns in Deutschland und Europa unsere Infrastruktur eigentlich zerfallen sehen. Ja, wir haben da viel Nachholbedarf, das ist absolut richtig. Aber man muss auch sehen, dass hinter dem Aufbau der neuen Seitenstraße, dass hinter allen Infrastrukturen, die die Chinesen in Afrika aufbauen, immer auch der alte Kolonialismus steckt. Die Großmachtsinteressen und die Großmachtspolitik dieser kommunistischen Diktatur. In Afrika kaufen die Chinesen zum Beispiel Millionen Quadratkilometer Boden auf, um dort für China Lebensmittel zu produzieren. Übrigens, immer mehr Afrikaner gehen auch auf die Straßen dagegen. Es gibt Riesenproteste in afrikanischen Städten gegen diese neue Kolonialpolitik der Chinesen. Das Jahr 2020 war insgesamt ein Jahr für China. Man muss hinzufügen, die chinesische Wirtschaft wächst bereits wieder, während wir, weil sie Corona eben überwunden haben, mit zum Teil diktatorischen Methoden, während unsere Wirtschaft immer noch schwächelt. Und das wird natürlich das wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Stärke einem Land immer insgesamt als positiv gutgeschrieben. Ich fürchte, dass immer mehr Länder dieser Welt künftig sich eher an China orientieren, nicht zuletzt auch durch die ziemlich dumme Trump-Politik. Trump hat ihm gar nichts entgegengesetzt. Trump hat China für alles verantwortlich gemacht und hat neue Feindbilder aufgebaut. Das war in dieser Situation, weiß Gott, nicht hilfreich. Aber zum Glück ist Trump ja weg. Ich hoffe, dass Biden, dass vielleicht das Jahr 2021 ein Biden-Jahr wird, während das Jahr 2020 wirklich das China-Jahr gewesen ist. Nun haben wir China früher oder bis heute sehr, sehr stark als Exporteur von Massenprodukten erlebt. Und wir haben immer gesagt, wir importieren sozusagen unser Wissen nach China. Wenn ich heute mein Handy zur Hand nehme, dann telefoniere ich über Huawei-Funktechnologie. Das ist mit Sicherheit doch auch ein entscheidender Wandel, der eintritt, dass China Technologieexporteur wird. Und die Frage wollte ich dir unbedingt stellen. Wir haben in Deutschland 80 Millionen Menschen. China hat 1,5 Milliarden Bürger. Wir werden wahrscheinlich intellektuell von der Kapazität her China auf Dauer nichts mehr entgegensetzen können. Der Vergleich ist mir etwas zu quantitativ. Ich würde eher qualitativ argumentieren wollen. Ich habe in China in den letzten Jahrzehnten viele deutsche Technologie gesehen. Nicht nur Autos, sondern auch gerade bei erneuerbaren Energien ist China bis heute noch immer angewiesen auf deutsche Technikerfindung und auf deutsche Ingenieurskunst.
Und ganze Windparks in China werden immer noch mit deutscher Technologie, die größten Solaranlagen in China sind zum Großteil mit deutscher Technologie errichtet worden. Also das muss man gegenseitig abwägen. Ich finde es gar nicht tragisch. Ganz im Gegenteil, dass es da Konkurrenz gibt. Die Chinesen haben technologisch aufgeholt, aber es ist nicht so, dass wir abgehängt worden sind. Vielleicht bei der Digitalisierung. Da ist uns China voraus. Auch hier können wir viel von China lernen. Wir müssen die Digitalisierung ernster nehmen. Wir brauchen die Digitalisierung auch für die Energiewende und für andere Dinge. Also Digitalisierung, auch da haben uns die Chinesen einiges voraus. Da haben wir Nachholbedarf. Darf ich dir mal eine ganz polemische Biertischfrage stellen? Aber gerne. Also, weißt du, ich habe ja viel Berichterstattung aus China auch gemacht. Und eins fällt mir immer wieder auf, genauso wie es mir in Amerika immer aufgefallen ist. Die Motivation, etwas zu machen, ist total, total groß. Die Leute wollen wirtschaftlich hochkommen, sie wollen sich entwickeln. In Deutschland habe ich. Das ist vielleicht auch schon wieder zu viel Biertisch, aber ich sage dir einfach mein Gefühl, haben sich viele eigentlich mit dem Corona-Lockdown oder mit dem Corona-Schlaf angefreundet. Ich empfinde unsere Menschen nicht mehr so motiviert, richtig bei der Arbeit reinzuhauen. Haben wir nicht vielleicht im Verhältnis zu China ein Motivationsproblem und ruhen wir uns in unserem Wohlstand zu sehr aus? Das ist die Wohlstandsmüdigkeit. Das ist immer eine große Gefahr. Und natürlich Menschen, die noch nicht in unseren Wohlstand haben wollen. Und das gilt auch für China nach wie vor. Also in China gibt es Dörfer, da ist Armut und zum Teil noch Hunger zu Hause. Nicht in den Millionenstädten, aber in den Dörfern auf dem Land kann man das immer noch sehen. Dort ist China wirklich zum Teil noch immer ein Entwicklungsland. Und deshalb ist es auch verständlich, dass die Menschen aus ihrer Not, aus ihrer Armut heraus wollen und motiviert sind, technologisch aufzuholen. Das ist psychologisch leicht verständlich, was nicht bedeutet, dass wir keine neue Motivation brauchen. Zum Beispiel gerade im Bereich der Digitalisierung. Im Bereich der Digitalisierung höre ich seit 5 Legislaturperioden, meistens mit denselben Worten, dass wir aber jetzt bei der Digitalisierung Gas geben müssen, dass wir aufholen müssen. Und dass wir nur ein modernes Industrieland bleiben, wenn wir die Digitalisierung ernster nehmen, als das bisher der Fall war. Wie gesagt, das höre ich seit 20 Jahren. Seit den letzten 4, 5 Legislaturperioden. Immer, immer wieder. Und wir haben es immer noch nicht geschafft. Aber da hat uns die Corona-Krise wirklich einen Schub gegeben. In der Not haben wir dazugelernt. Vielleicht sind wir tatsächlich so, dass wir erst in der Not bereit sind, uns für Neues zu öffnen. Das chinesische Jahrhundert, das führt uns zum Thema Brexit als Übergang. Großbritannien ist jetzt wirklich aus der EU raus. Premierminister Johnson träumt von Großbritannien als wissenschaftlicher Supermacht, der jetzt keine Fesseln mehr angelegt werden. Mir fiel dazu eine Rede von Helmut Schmidt ein, 5 Jahre vor seinem Tod. Und da hat er gesagt, die Vorstellung, dass wir in Europa und auf der Welt als große Nation alleine noch etwas bewirken zu können, ist völlig illusorisch. Er hat damals in seiner Rede gesagt, die man übrigens auf YouTube auch nachlesen oder nachsehen kann, wir stellen den Link mal in die Sendung mit ein, hat er gesagt, nur die internationale Zusammenarbeit ermöglicht uns überhaupt irgendetwas voranzubringen. Deshalb meine Frage an dich, ist das von Premierminister Johnson einfach nur ein Traum oder hat Großbritannien durch den Brexit wirklich mehr Chancen? Nein, das ist eher Dummheit und Rückschrittlichkeit. Die Geschichte zeigt, Nationalismus bringt uns nicht weiter. In der globalisierten Welt muss ich auch eine globale Politik machen. Und was Johnson da gemacht hat mit Lügen und Manipulationen und Halbwahrheiten, ist eine Verdummung seines Volkes. Es ist vor allen Dingen eine Verarschung der jungen Generation, die für Europa offen ist und die hier glatt überfahren worden ist mit viel Lügen. Ich will mal einen deutschen Kommentator zitieren. Nikolaus Blome, weiß Gott, kein progressiver, sondern eher ein konservativer Kollege, hat in diesen Tagen im Spiegel geschrieben, in einer Kolumne, Großbritannien ist jetzt raus aus der EU. Die Lügner und Dilettanten auf der Insel haben gewonnen. Sie sind auf der
Sie sind eine ewige Schande für alle Konservativen. Und da würde ich dem Kollegen Blome voll zustimmen. Das ist so. Die Brexit-Anhänger in England haben wirklich mit Lügen, mit falschen Zahlen gehandelt und 4 Jahre lang versucht, ihre Politik durchzuführen, für ihre Politik eine Mehrheit zu gewinnen. Blome schreibt auch, in all den Jahren als Journalist habe ich kein so beschämendes Schurkenstück erlebt wie den Brexit, noch dazu ins Werk gesetzt von einer Partei, die sich als konservativ bezeichnet. Also Blome ist ja auch ein sehr explizit orientierter Konservativer und ich bin ja auch ein Konservativer und finde das ähnlich wie der Kollege Blome. Das ist ein konservatives Schurkenstück, was da abgelaufen ist. Und England, und ich bin sicher auch unter ökonomischen Gründen, werden es die Engländer noch bereuen, dass sie diesem Dummkopf Johnson gefolgt sind. Das ist ein Wirrkopf, der mit längst überholten, historisch überholten Argumenten sein Volk in die Irre führt. Zum Teil ist das heute schon bemerkbar, dass Erasmus Programm, wo junge Studenten überall in Europa studieren konnten, mit viel staatlicher Unterstützung, ist ebenfalls ausgelaufen für England, obwohl er es andersrum versprochen hatte. Auch hier hat Johnson gelogen. Ich sage nochmal, die junge Generation wird dafür sorgen, dass dieser Brexit wahrscheinlich in wenigen Jahren wieder aufgehoben wird. Also Franz, dass du in unseren Sendungen so einen konservativen Publizisten wie Nicolas Blome zitiert, das hätte ich mir ja nicht zu träumen gewagt. Wird natürlich rausgeschnitten alles. Nein, nein. Aber ganz interessant ist ja eigentlich folgendes, wir reden ja von der... Mach bitte hier keine chinesischen Faxen. Doch, gerne. Also, was aber interessant ist an der ganzen Geschichte ist, mal andersrum gedacht, ja, wir reden ja immer davon, dass Globalisierung 2.0 die Deglobalisierung ist. Und wir reden ja auch immer davon, dass wir die Energiewende dezentral machen. Könnte man nicht sagen, Großbritannien macht Globalisierung 2.0 mit der Deglobalisierung? Muss das wirklich so falsch sein? Also ich glaube nicht, dass der Nationalismus die Alternative zur Globalisierung ist. Ich bin ein großer Anhänger der Energiewende, wie du weißt, und ich bin ein großer Anhänger der dezentralen, eher regionalen Energieversorgung. Die Alternative zur Globalisierung ist die Stärkung der Regionen, aber nicht der alte Nationalismus. Das müssen wir wirklich aus der Geschichte gelernt haben, dass wir mit dem Aufgeilen der alten Nationalisten nicht weiterkommen. Das wird auch die AfD irgendwann vielleicht begreifen müssen, dass das nicht die Lösung ist für die Probleme von heute. Also je stärker wir die Regionen machen und damit auch bei der Energieversorgung stärken, desto besser ist das für das Land und für einen Kontinent. Nationalismus ist nicht die Zukunft. Das ist die große Lehre der Geschichte. An dem Punkt gebe ich Helmut Schmidt wirklich recht. Ist es in Wahrheit nicht so? Und wir haben ja in Europa mit der EU gerade gezeigt, wir haben ja 70 Jahre Frieden. Welche andere Welt in Europa gegenüber früheren Jahrhunderten? Und diesen großen Vorteil sollten wir nicht aufs Spiel setzen mit einer Renationalisierung. Müssen wir nicht in Wahrheit sagen, dass Großbritannien nach wie vor drin ist, weil sie sind in der Zollunion drin? Das heißt, sie sind nicht richtig draußen. Und in Wahrheit müssen wir ja sagen, die Schweizer sind eigentlich auch in Wirklichkeit drin, weil sie große Teile europäischer Gesetzgebung mit übernommen haben. Also richtig raus ist Großbritannien durch die Zollunion ja in Wahrheit überhaupt nicht. Na gut, das ist in den letzten Tagen des letzten Jahresmonats Dezember gerade noch verhindert worden, der ganz harte, brutale Brexit. Aber immerhin, das hat die EU noch geschafft mit den englischen Unterhändlern, ein Abkommen, wenn auch ein schwaches, hinzukriegen, das die schlimmsten Dinge verhindert hat. Das ist absolut richtig. Und ich sehe das ähnlich wie du. England wird künftig gegenüber der EU einen ähnlichen Status einnehmen wie die Schweiz. Und das hat nicht nur, also die Schweiz zumindest, hat nicht nur Nachteile dadurch, dass sie lose mit der EU verbunden ist. Aber die Brexit-Anhänger insgesamt, die ja mit ihrer Anti-EU-Politik so viel nationalistische Stimmung gemacht haben, denen kann ich wirklich nicht zustimmen. Das ist vorgestern und nicht übermorgen.
Letzte Frage ist eben komplex, die ich unbedingt an dich loswerden muss. Ich habe, nachdem nun in letzter Sekunde es doch noch einen Vertrag mit der EU gegeben hat, habe ich versucht, für mich rauszufinden in der Recherche, wer hat die Verhandlungen eigentlich gewonnen? Boris Johnson hat sich als Sieger dargestellt. Die EU hat gesagt, wir haben unsere Position ganz gut durchgehalten. Also für mich ist nicht so richtig verifizierbar, wer ist aus diesen Verhandlungen eigentlich als Sieger rausgegangen. Also beide Seiten waren zumindest am Schluss der Verhandlungen so vernünftig, dass wir diesen Kompromiss zustande gebracht haben. Da zeigt sich wieder mal, dass gute Politik eben auch in Kompromissen bestehen kann. Und das ist angesichts der Situation, dass nun mal leider die Mehrheit der Engländer für den Brexit gestimmt hat, noch das Beste, was man in dieser Situation machen konnte. Ich weiß nicht, ob es da einen Sieger gibt. Da habe ich die 1300 Seiten nicht intensiv genug gelesen. Ich habe nur Zitate daraus gelesen. Nach meiner Meinung ist das ein vernünftiger Kompromiss. Das heißt, in diesem Fall, beide Seiten haben zumindest das Schlimmste verhindert. Einen klaren Sieger kann es da nicht geben. Das Internet ist fast 30 Jahre alt und jetzt stellen wir fest, Mensch, die Digitalisierung unserer eigentlichen Kommunikationsvorgänge und allem haben wir so ein bisschen verpasst. Die Schulen zeigen es, wir müssten amerikanische Software einsetzen, so wie jetzt wir hier auch über eine amerikanische Software zwischen Berlin und Baden-Baden kommunizieren. Europäisches Datenschutzrecht würde es eigentlich verbieten, dass Schulen über so eine Software wie Microsoft oder Zoom arbeitet, aber wir stellen fest, wir in Europa und in Deutschland haben zumindest softwaretechnisch in der Richtung nichts zu bieten, obwohl das Internet über 30 Jahre alt ist. Jetzt stellen wir fest, Corona zeigt uns, die Digitalisierung haben wir ganz schön verschlafen und selbst nach einem Dreivierteljahr Corona haben wir immer noch nichts aufzubieten. Na, immerhin, wir haben gelernt, dass Homeoffice eine große Chance ist, nicht nur technisch, sondern auch für die Umwelt. Es gibt Greenpeace-Studien, die zeigen hunderte Millionen Tonnen Treibhausgase weniger in diesem Jahr in Deutschland. Eben wegen Corona. Es ist schade, dass man da erst eine solche Katastrophe, eine solche Krise braucht, um das zu lernen. Hätten wir auch schon vorher lernen können. Aber immerhin, der Deutsche Bundestag versucht ja jetzt auch ein Homeoffice-Gesetz in die Wege zu leiten. Das heißt, ich hoffe, dass es soweit kommt, dass künftig Millionen Menschen in entsprechenden Berufen, wo das geht, es geht nicht in allen Berufen, also Busfahrer im Homeoffice oder Putzfrauen im Homeoffice ist ein bisschen schwierig, aber Millionen Menschen könnten vielleicht in der Zukunft 2 Tage pro Woche zu Hause arbeiten und würden damit auch die Umwelt entlasten und sich selbst ein Stück mehr Lebensqualität gönnen, wenn sie nicht jeden Tag im Stau stehen müssen. Übrigens, es gibt eine interessante Mitteilung der Hamburger Wasserwerke, die sagt, die Hamburger duschen jetzt seit Corona 2 Stunden später als früher. Das ist ein Stück Lebensqualität. Wenn sie morgens statt um 7 Uhr erst um 9 Uhr duschen müssen, das können Wasserwerke ja ausrechnen, wann der Wasserverbrauch am höchsten ist oder die Toilettenspülung am meisten benutzt wird. Und an diesem Wasserverbrauch zeigt sich, dass Corona dazu geführt hat, dass für viele Menschen auch die Lebensqualität gestiegen ist. Also die Lebensqualität und gut für die Umwelt ist das auch noch. Dank Corona hat ja Deutschland seine Klimaschutzziele noch erreicht, wie eine Meldung von heute besagt. Das ist die Meldung des Tages schlechthin. Deutschland hat gegenüber 1990 am Ende des Jahres 2020 42% weniger Treibhausgase emittiert als 1990. 40 waren vorgesehen, 40% weniger. 42 haben wir erreicht, aber nur dank Corona, dank der Krise. Ohne die Krise, so sagen die Fachleute heute, hätten wir nur 37 oder 38% weniger. Also wir hätten das Ziel verfehlt. Also man muss immer beide Seiten sehen, auch hier die Vorteile. Und die Digitalisierung kann eine große Hilfe sein für weniger Verkehr und für mehr Lebensqualität und auch noch gut für Klimaschutz und Umweltschutz. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und lassen Sie sich von Franz Alt bitte nicht täuschen. Ja, er rechtfertigt nur, dass er faul in Baden-Baden sitzt, anstatt ins Berliner Studio zu kommen. Und er findet das auch noch gut.
Mag es so sein, wie Richtig, du das sagst, hat Franz, Vorteile. dass das CO2 einspart, aber faktisch ist, wir können uns unsere EU-Datenschutzrichtlinien in die Haare schmieren, wenn wir in der Digitalisierung auf amerikanische Software angewiesen sind, dessen Server in den USA stehen. Und wir stellen fest, dass wir so etwas wie Schulunterricht digital in Wirklichkeit gar nicht durchführen können. Wir haben das alles verschlafen. Wir haben es verschlafen viele Jahre lang, aber nun hat die Bundesregierung wirklich Geld in die Hand genommen, damit alle Schulen und alle Schüler Computer bekommen und die bei der Digitalisierung aufholen können. Ich will nochmal einen Spiegel-Kollegen zitieren, einen anderen, nämlich Sascha Lobo, der zu diesem Thema Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen, Folgendes schreibt in diesen Tagen. Es ist klar, wie unglaublich viel Zeit und Energie das Konzept Büro durch seine schiere Existenz verschlingt. Und wie viel Geld für Unternehmen, das sie anders vielleicht effektiver einsetzen könnten. Die dezentrale, vernetzte Arbeit gibt die Ferngestaltung der eigenen Zeit zurück in die Hände der Angestellten. Homeoffice ist der erste und vielleicht wichtigste Schritt, das Leben nicht mehr um die Arbeit herum zu organisieren, sondern die Arbeit um das Leben. Das halte ich für den eigentlichen Gewinn an Lebensqualität, dass wir mehr Meister unserer eigenen Zeit werden, als das vorher der Fall war. Frank, ich weiß, wovon ich rede. Vor etwa 50 Jahren habe ich zum ersten Mal, als ich Reportchef und Reportmoderator wurde, ein Gespräch geführt, damals mit dem Intendanten des Südwestfunks. Und als es darum ging, wie viel Arbeitszeit ich brauche, um Reportchef und Reportmoderator zu werden, hat er mir gesagt, vor 50 Jahren, lieber Herr Alt, wo Sie arbeiten und wie lang Sie arbeiten, ob Sie im Schwimmbad liegen, das ist mir völlig egal. Hauptsache ist, Sie machen gute Moderationen und gute Sendungen. Ich hätte ihn beinahe umarmen können, weil ich freier Herr meiner eigenen Zeit geblieben bin. Ich habe immer versucht, meine Seele nicht an meinen Sender und nicht an meinen Intendanten zu verkaufen. Er hat mir praktisch einen Freischein gegeben, dass ich machen kann, was ich will. Und das habe ich reichlich ausgenutzt. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen zeitautonomer werden durch die Digitalisierung, als das bisher der Fall war, auch in Deutschland. Auch da ist uns China und die USA und auch einige andere Länder in Deutschland, in Europa, zum Beispiel Dänemark oder auch Litauen, weit voraus. Also auch kleinere Länder sind da eher vorbildlich. War voriges Jahr in Litauen und da hat mir meine Dolmetscherin immer wieder gesagt, wenn bei uns nur 2 Sekunden ein Loch ist im Computer, fragen wir uns schon, was ist denn heute los? Da habe ich hier so erklärt, wie das in Deutschland ist. Dann sagt er, aber bitte, lieber Herr Alt, Deutschland ist doch kein Vorbild für uns, was Digitalisierung angeht. Die USA sind unser Vorbild, aber doch nicht Deutschland. Daran wird sich hoffentlich durch die Erfahrungen der Corona-Zeit, angefangen in Schulen bis in die Büros, einige ändern. Büro war in Deutschland oder auch klassischer Produktionsarbeitsplatz, der heilige Gral. Da müssen wir runter. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich plausibel, was Franz Alt sagt, ja. Aber jetzt haben wir ihn in Berlin hier so ein schönes Studio gebaut mit tollen Hintergründen. Und er sitzt in Wahrheit quietschvergnügt in Baden-Baden und sendet von da. So wie du das gerade gesagt hast, muss ich persönlich noch fragen, Franz. Du bist ja sonst immer rumgerannt zu deinen ganzen Vorträgen, aber im Prinzip genießt du das jetzt schon, dass du weniger Vorträge halten musst, oder? Ja, ich genieße es schon. Ich freue mich auch wieder auf Vorträge. Ich habe etwa 100 Vorträge absagen müssen im letzten Jahr wegen Corona. Einige konnte ich auch digital halten dann, aber natürlich nicht alle. Es ist schon ein Unterschied, ob Menschen vor einem sitzen oder ob man sie nur über das Internet erreicht. Ich will das eine nicht missen, aber auch auf das andere nicht verzichten in der Zukunft. Ich werde versuchen, auch in Zukunft einige Vorträge, wenn das geht, technisch, digital zu organisieren. Schau mal, die Menschen, die ins Büro bisher 5 Tage lang, 5 Tage in der Woche ins Büro gefahren sind, müssen ja auch nicht immer nur zu Hause sein.
Diese Mischung, die die Politik, die der Arbeitsminister Heil jetzt vorgeschlagen hat, für viele Menschen 2 Tage zu Hause und 3 Tage im Büro, so eine Mischung scheint mir vernünftig. Es ist ja wieder wichtig, auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen zu treffen, sich mit denen auszutauschen, auch beim Kaffee trinken. Das alles ist wichtig. Also nicht von einem Extrem ins andere fallen, aber die Vorteile beider Systeme zu nutzen und damit neue Lebensqualität und neuen Umweltschutz möglich zu machen, das scheint mir jetzt angemessen und auf der Höhe der Zeit zu sein. Das Jahr 2021, meine Damen und Herren, haben wir, was die Energiewende angeht, noch ganz gut zu Ende gebracht. Es hat eine Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes gegeben. Sie haben vielleicht unsere Sendung verfolgt. Wir können mit der Novelle einigermaßen leben. Trotzdem sind wir im Klimaschutz weiter zurückgefallen. Wir haben weiter steigende CO2-Emissionen weltweit. Der Anteil von Kohlenstoff in der Atmosphäre steigt weiter an. Wir vermitteln auch in unserer Berichterstattung den Eindruck, es wird Klimaschutz gemacht, es wird Energiewende gemacht. Franz, ist die Wahrheit eigentlich nicht eine ganz andere? Wir nennen uns Transparenz-TV. Müssen wir nicht sagen, es gibt in Wahrheit gar keinen Klimaschutz, weil die CO2-Emissionen weltweit nach wie vor auf einem aufsteigenden Ast sind und wir weiter Zeit verlieren? Also dank Corona sind die CO2-Emissionen insgesamt im letzten Jahr gegenüber 2019 um 7% zurückgegangen. Aber es ist ziemlich belämmernd, dass es erst eine Krise geben muss, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erreichen. Du hast recht, mit dem heutigen Tempo der CO2-Reduktionen erreichen wir die Ziele nicht. Wir bräuchten 10 Jahre lang Corona, um die Ziele, die die EU jetzt aufgestellt hat, halbwegs zu erreichen. Das spricht nicht für die Intelligenz unserer heutigen Politik, dass wir erst durch Krisen wie Corona und dann 10 Jahre lang arbeiten müssten, um diese selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Treibhausgase wirklich zu reduzieren. Das ist der raschere Ausbau, der 3- bis 4-mal so schnelle Ausbau, als das bisher oder auch noch zurzeit geschieht, der erneuerbaren Energien. Das ist die eigentliche Aufgabe, die wir haben, um das Klima in der Zukunft zu schützen. Corona darf doch kein Ersatz sein für die dringend notwendige sozial-ökologische Transformation. Wir brauchen also nicht nur eine Stromwende, die wir haben, die wir zumindest halbwegs haben, immerhin im Jahre 2020, haben wir auch, diese Zahl ist heute bekannt gegeben worden, 49% Ökostrom, also nahezu die Hälfte der gesamten Stromproduktion in Deutschland wird heute über erneuerbare Energien organisiert. Im letzten Jahr ist vor allen Dingen der Kohlestrom stark zurückgegangen in Deutschland und der Solarstrom, sogar der Windstrom durch günstige Windverhältnisse konnte ausgebaut werden, sodass wir jetzt etwa bei der Hälfte aller Stromproduktion in Deutschland auf erneuerbare Energie setzen können. Aber in der Verkehrswende und in der Wärmewende ist so gut wie kein Fortschritt erzielt worden. Da haben wir die ganz großen Nachholbedürfnisse. Wenn wir nicht nur Strom, sondern auch Wärme in Zukunft und auch Verkehr in Zukunft weitgehend elektrisch organisieren wollen, dann brauchen wir viel mehr Strom als bisher. Und das ist in der gesamten Rechnung der Bundesregierung noch gar nicht angekommen. Auch nicht bei den Berechnungen im Erneuerbaren Energiegesetz, das gerade noch verabschiedet werden konnte in den letzten Dezembertagen. Das heißt also, wenn wir auch im Wärmebereich und im Verkehrsbereich mehr Strom brauchen, muss der Ausbau der Erneuerbaren dramatisch beschleunigt werden. Und ich hoffe, dass wir das im neuen Jahr 2021 wirklich hinkriegen. Es ist ja auch eine EU-Vorgabe, dass wir weit mehr Treibhausgase einsparen müssen bis 2030, als das bisher vorgesehen war. Und das muss auch in Deutschland organisiert werden. Und das kann nur bei der nächsten Novellierung des Erneuerbaren Energiegesetzes organisiert werden. Also wir brauchen schon wieder ein neues erneuerbares Energiegesetz. Und da muss bedacht werden, vor allen Dingen,
dass wir wahrscheinlich bis 2030 mindestens 50%, vielleicht sogar mehr Strom insgesamt brauchen werden, als das heute der Fall ist. Und das bedeutet weit mehr Erneuerbare, als bisher von der Bundesregierung geplant war. Jetzt verschaffe ich deiner Sendung bei den YouTube-Kommentaren hier unten ein paar negative Daumen runter und ein paar negative Kommentare, Franz. Müssen wir nicht ganz ehrlich sagen, dass im Sinne des Klimaschutzes wir einen Teil der Wirtschaft, die jetzt da niederliegt, gar nicht wieder in Betrieb nehmen dürften? Mal ganz hart gesagt, Hunderte von Lufthansa-Flugzeugen, die auf den Vorfeldern herumstehen in den Flughäfen, dürfen eigentlich nie wieder starten. Der Massentourismus, alle nach Thailand, alle in die Karibik, das darf eigentlich nicht wieder kommen. Ist nicht die Wirtschaft flöten gegangen, die wir uns aufgrund des Klimaschutzes sowieso nicht mehr leisten können? Ja, also 10 Milliarden für die Lufthansa halte ich eigentlich nicht Hilfe, Steuergelder, um die Lufthansa wieder auf die Beine zu bringen, halte ich eigentlich für unangebracht. Inlandflüge überhaupt, da könnte man verzichten, wenn man eine bessere Bahn hätte, so wie es die Grünen jetzt vorgeschlagen haben. Bis 2030 170 Milliarden Euro in den Ausbau einer besseren Bahnverbindungen zu stecken. Die Schweiz ist ein großes Vorbild. Die Schweiz zeigt, dass es geht und wie es geht. Oder Japan. Ich muss gelegentlich halt zu Vorträgen auch mal nach Japan fliegen. Ich werde das künftig weniger tun, aber ich muss gelegentlich auch noch immer in ein Flugzeug steigen. Weißt du, Frank, schwimmen nach Japan ist in meinem Alter ein bisschen schwierig. Oder schwimmen nach Brasilien ist in meinem Alter auch ein bisschen schwierig. Gelegentlich brauche auch ich ein Flugzeug. Wenn die Flugwirtschaft unterstützt wird, um auf erneuerbare Energien umzusteigen, auf grünen Wasserstoff zum Beispiel, ist das vernünftig. Wenn man aber ohne Umweltauflagen der Lufthansa, wie in Deutschland geschehen, während der Corona-Zeit 10 Milliarden Steuergelder verspricht, nochmal ohne Klimaschutzauflagen, ist das wirklich unverantwortlich. Oder wenn man auch bei der Elektrisierung der Autos, den Hybridautos so viel Geld gibt, wie das jetzt der Fall ist, denn die Hybridautos fahren nur ein bisschen elektrisch. Ich weiß, wovon ich rede, meine Frau hat ein Hybridauto. Und da wird kaum Benzin eingespart. Und auch die noch unterstützt, dann ist das falsch. Ich bin sehr dafür, dass wir umsteigen, für diejenigen, die ein Auto brauchen, auf Elektroautos. Aber Hybridauto ist heute wirklich nicht mehr auf der Höhe der Zeit, nachdem wir längst im großen Stil Elektroautos bauen könnten. Aber auch da haben wir lange geschlafen. Letztes Thema in unserer heutigen Sendung 2021 hat angefangen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Franz, welchen guten Vorsatz hast du 2021 getroffen? Also ich werde sicherlich wenige Vorträge halten, als ich das früher gemacht habe, und damit auch eine Menge CO2 einsparen, als das bisher der Fall war. Aber insgesamt denke ich, müssen wir etwas grundsätzlich lernen. In dieser vermaterialisierten Zeit ist das, was Menschen eigentlich ausmacht, nämlich Körper, Geist, Seele, Einheit, komplett verdrängt und vernachlässigt worden. In dieser vermaterialisierten Zeit ist Geist und Seele, sind Geist und Seele beinahe ein Fremdwort geworden. Ich wünsche mir, dass wir lernen, diese Einheit, die uns erst zu Menschen macht. So hat uns der liebe Gott oder die Evolution oder wer auch immer gemeint. Geist, Seele, Körper, Einheit. Dass wir diese Zusammenhänge besser begreifen, dann werden wir auch eine ganz andere Politik machen. Nicht nur eine Politik, die halt Wachstum, Wachstum, Wachstum meint, sondern eine Politik, die endlich versteht, dass nicht Wachstum, 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 sondern Reife, Reife, Reife unsere Lebensaufgabe ist, auch in der Wirtschaft. Wir brauchen eine reifere Wirtschaft, eine Wirtschaft, die auch Rücksicht nimmt auf die Umwelt, auf die Natur, auf das, wovon wir leben und nicht nur auf das, worüber wir mehr Geld verdienen. Das ist mein grundsätzlicher Wunsch für uns alle im Jahre 2021.
Und wie schafft man es, gute Vorsätze einzuhalten? Indem man daran arbeitet. Ich habe mal den Friedensnobelpreisträger Mohammed Yunus, den erfolgreichsten Banker der Welt. Aber der hat nicht mit Millionären Bankgeschäfte gemacht, sondern mit den Ärmsten in Bangladesch. Dieselbe Frage gestellt. Wie schaffen wir eine bessere Welt? Seine Vision ist ja, bis 2030 stellen wir die Armut ins Museum der Geschichte. Und ich habe ihn gefragt, wie kann man das erreichen? Da hat er ganz gesagt, ganz einfach. Zwei Dinge, daran glauben und daran arbeiten. Diese zwei Dinge müssen zusammenkommen. Vielleicht ist das Hauptproblem, das wir heute haben, besteht darin, dass die Entfernung von Kopf in unser Herz viel zu lang ist, obwohl die Entfernung beträgt ja nur 40 Zentimeter. Aber wir machen daraus eine Marathonstrecke. Wir sind so verkopft heute und so verstandeseinseitig, dass wir die Herzenskräfte, die Herzensbildung dramatisch vernachlässigt haben. Und das ist ja, ich nehme mal im Bereich der Energie ein Beispiel dafür. Es ist uns gelungen, Atombomben zu bauen. Aber wir sind immer noch nicht fähig, sie wieder abzuschaffen. Das ist kein Zeichen von Reife des Homo sapiens, dass wir Dinge erfinden, aber uns sehr schwer tun, wenn wir merken, das ist ja ein Irrweg gewesen, sie wieder abzuschaffen. Oder als Sohn eines Kohlenhändlers bin ich ja kein geborener Freund der erneuerbaren Energien. Aber ich habe halt lernen müssen, zum Teil schmerzhaft, dass Kohle heute nicht mehr das Thema ist. Das ist Schnee von gestern. Und heute bin ich ein großer Anhänger der erneuerbaren Energie. Also man kann lernen. Und diese Lernprozesse, diesen Lernauftrag, was der eigentliche Sinn unseres Hierseins ist, der Sinn unseres Lebens ist, dass wir Lernende sind und Lernende bleiben. Dafür sind wir hier auf dieser Erde. Das ist ja ein großer Lernort. Das haben wir häufig vergessen und verdrängt. Wenn wir offen werden für Neues, offen werden für neue Entwicklung, für neue Möglichkeiten, für neue Chancen, dann haben wir noch eine Chance, dass wir den ganz großen Kladderadatsch, nämlich die totale Klimakatastrophe, verhindern können. Aber dafür haben wir vielleicht noch 10 oder 15 Jahre Zeit. In dieser Zeit muss uns das gelingen. Und das wollen wir ja mit dieser Sendung immer wieder erreichen. Franz, du hast jetzt vergessen zu fragen, was ich für gute Vorsätze für 2021 Also habe. dann hole ich das ganz schnell nach. Ich bin ja lernfähig, Frank. Ja, kann ich dir sagen, wir haben Silvester mit Freunden zusammengesessen, natürlich im Rahmen der Corona-Beschränkung, wie es gestattet war. Und weißt du, was ich mir vorgenommen habe? Ich habe gesagt, 2020 war für mich persönlich das so ziemlich beste Jahr seit Jahrzehnten, an das ich mich erinnern kann. Und es ist echt gut gelaufen. Und ich war echt froh, dass es so gut gelaufen ist. Und mein Vorsatz für 2021 ist, nicht zu erwarten, dass es genauso gut läuft und schon gar nicht zu verlangen, dass es noch besser läuft, sondern ich habe gesagt, mein Vorsatz ist, wenn es nur halb so gut läuft wie 2020, bin ich schon zufrieden. Ist das ein guter Vorsatz zu sagen, ich bin auch mit weniger zufrieden? Also, wenn du keine Fehler machst, dann keine großen grundsätzlichen Fehler, dann kann es sogar besser werden wie im nächsten Jahr. Es gibt da Situationen, wo man sagen kann, schlechter kann es gar nicht werden. Also ich wünsche mir natürlich weniger Corona im neuen Jahr. Und ich denke, das ist der Wunsch auch vieler unserer Zuschauer. Weniger Corona und mehr Herzensbildung. Das ist mein ganz großer Wunsch für mich persönlich, wünsche ich Ihnen allen. Und wir bleiben dran an all den Themen, die wir auch in dieser Sendung besprochen haben. Und wenn Sie mögen, jeden Montagabend um 20:30 Uhr wollen wir weiter stricken daran, dass die Welt immer ein bisschen besser wird.